aus wollte, war ich Zeugin, wie sie die Frau vom Doktor erwischt haben. Monty, der Detektiv, war schneller. Also zuerst hat sie es ja auch noch abgestritten. Aber sie kam ja nicht durch die Sicherheitsschranke. Und dann? Dann der Hausdetektiv hat sie natürlich sofort abgeführt. Also der arme Dr. Henning, der kann einem ja leid tun. Das ist ja eine Schande, als ob die das nötig hätte zu klauen. Also wenn man die Frau Martin so sieht, hält man sie ja für eine durch und durch ehrenvolle Person. Also wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, aber ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Was haben Sie mit Ihren eigenen Augen gesehen, Frau Dreves, dass meine Frau gestohlen hat? Machen Sie es nicht, so etwas noch einmal zu wahr. Meine Frau hat Ihnen selbst erzählt, dass unser Schimpanse ihr etwas in die Handtasche gesteckt hat. Meine Frau ist keine Diebin, ist das klar? Ja, aber Sie können mir viel erzählen. Sie wollen doch Ihre Frau nur schützen. Was Sie hier machen, ist Rufmord. Und wissen Sie was? Ich muss mir das nicht gefallen lassen. Also raus! Und lassen Sie sich hier nie wieder blicken. Darauf können Sie sich verlassen. Sie. Entschuldigung. Schon gut. Aber ist ja unglaublich, so etwas zu erzählen.